Ja, das ist natürlich für mich die grösste Freude. Jetzt daran her, was wir jetzt über 2 Jahre hier geplant haben und jetzt im Detail ausgearbeitet haben. Und jetzt geht es einfach um die Verwirklichung. Die grösste Herausforderung ist sicher auch das Wetter, wo wir jetzt schon ganz sicher ein riesiges Glück haben. Und dann ist es einfach Dimension. Dimension, wo wir 16.500 Quadratmeter alles im Holzboden machen müssen. Also ist auch keine bestehende Infrastruktur da. Wir wollen Dynamik und Einheit in diesem Bezirk ausdrücken. Und ich glaube, das habe ich gespürt in den letzten Monaten. Die Seislerinnen und Seisler warten, sie sind gespannt auf das grosse Event. Die Seislermesse ist ein gewaltiges Ereignis, vermutlich das Ereignis, das je im Sensebezirk stattgefunden hat. Man könnte es kaum glauben, wenn man da kommt, was mir das Seislerland hier bringen kann und kann zeigen. Auch eine Identität, das bringt uns viel. Man weiß, wenn ein Seisler ans Werk geht, dann kommt es gut. Es ist sehr interessant, das gibt ein gutes Bild von der Wirtschaft von Sensebezirk. Die Messe hier wird sehr wesentliche Impulse geben, auch eine gewisse Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein von den Seislern noch zu stärken. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, dass der Seislerbezirk zusammen mit Freiburg auch in den nächsten Jahren gut vorwärts kommt. Ich finde, all die Traditionen, wir sind ja gewachsen mit dem. Aber die Basis ist das. Und darum möchte ich mir in den Jungen zeigen, schaut, so haben wir eigentlich angefangen. Das ist der Ursprung. Und jetzt fühle ich mich auch staunen. Aber das ist ein Berg, da wie wir früher Läden gesagt haben, auf den Bergen oben. Das war schon eine ziemlich schwere Arbeit. Aber wenn man gut eingespielt war, wäre das gut gegangen. Aber auch schon mühsam sein, nein, die Läden müssen nicht. Die Taubhütte, die ich trage, auch auf die Achseln. Ja, man muss das Holz ein bisschen kennen und können und können lesen, das Holz. Das wegen dem Spalten und auch das Wichtigste ist auch das Rauslesen vom richtigen Holz. Was man Schindeln macht, kann man nicht einfach eine Fichte nehmen und dann geht die. Wir von der OS Plafeia präsentieren hier aus dem Bereich Hauswirtschaft, Handarbeit, aus dem Bereich Naturlehre Produkte, die die Schüler gemacht haben im Rahmen der Projektwoche im vergangenen Jahr. Ich denke, es ist wichtig, dass die Schule als Institution, die sehr viel Geld bekommt von den Steuerzahlern, einmal auch zeigt, was sie vor Ort im Alltag so tätigen, was sie machen, was die Lehrpersonen mit den Schülern machen. Nicht nur in den Bereichen wie Französisch, Deutsch, Geschichte etc., sondern auch eben aus dem handwerklichen Textilbereich. Wir haben einen 220 Quadratmeter grossen Lehrlingsstand, wo 15 Berufe sich präsentieren. Also die Jungen werden sehr können sich begeistern und können natürlich, was sehr wichtig ist, mitreden. Und was noch viel wichtiger ist, die Aussteller, die da sind, ich glaube, 80% alle Lehrlinge ausbilden. Es ist sehr eindrücklich, wunderbar. Ich finde es eine super Sache, dass sie so etwas hier auf die Beine stellen für das Seisengewerbe. Und ich staune, wie viele Gewerbler, die hier eigentlich im Seisenbezirk sind, die man gar nicht weiss. Mir gefällt die Ausstellung wunderbar.
Ich bin sehr überrascht ab der Vielseitigkeit des Seisenbezirks. Der Seisenbezirk zeigt sich hier an dieser Ausstellung von seiner besten Seite, von seiner innovativsten Seite, von seiner genialsten Seite. Ich bin also, ich habe alle Höllen Mühe gegeben. Und man sieht einfach wirklich auch den Boden, auch bei den WCs, es ist einfach alles sehr super und alle haben einfach wie das Beste gegeben, was sie hier machen können. Mit wichtigen Themen, wie zum Beispiel Sorgen von unseren KMUs. Wir haben unser Problem Gesundheitsversorgung, weil man heute nicht mehr weiss, was kann man im Spital Davos überhaupt noch machen. Wir haben natürlich auch unser Podiumgespräch die Politarena. Wir haben National- und Ständeratskandidatinnen und Kandidaten. Und wir möchten hier eigentlich auch einen Impuls geben, dass unsere Leute gesehen haben, dass wir unsere Chancen wahrnehmen. Wir haben eine extrem gute Kundschaft, eine treue Kundschaft, die bisherig ist. Aber wir haben sehr gute Kontakte knüpfen für die Zukunft. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Und erleben die Messe sensationell von den Leuten, vom Ambiente, von allem drum und dran. Die Atmosphäre ist sehr gut, wie es halt im Sensenbezirk ist. Das hat schon mit dem Aufstellen hat das angefangen. Hat gedacht, jeder hilft einander und das ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Also ich finde es toll. Wir sind hervorragend, Freude. Wir haben sicher am Meilenstein im Sensenbezirk mit dieser Ausstellung und die Emotionen, die hier abgegangen sind, die Reaktionen der Zuschauer, und auch unsere Kontakte, die wir haben, auf unseren Geräten, auf unseren Sachen, die wir ausstellen, ist ein absolutes Highlight. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben neue Aufträge an Land sein, wirklich schon da vor Ort. Wir haben Kontakte können knüpfen, Kontakte können pflegen. Es ist wirklich positiv für alle Bereiche. Ja. Ich bin sehr überrascht. Es ist wahnsinnig, die vielen Kontakte, Kundenkontakte, die man pflegen kann. Leute, die man schon seit Jahren kennt. Kunden, wo man hier sehr positive Begegnungen kann erfahren. Der Seisler ist eigentlich von Natur aus sehr bescheiden, ist eigentlich auch ein bisschen hat er wenig Selbstvertrauen. Und die Seislermesse, die gibt Selbstvertrauen, die gibt ganz viel Selbstvertrauen. Wir können das auch. Und wir können es vermutlich sogar besser als die anderen. Wir kommen langsam aus dem Schneckenhaus raus. Wir sind lang genug ein Wendli gemacht um unser Ländli. Wir sind einerseits auf der Berner Seite, das sind die Religion, die man sieht, das geht nicht. Und andererseits haben wir die Aristokraten von der Stadt gehabt, sodass etwas angewachsen ist hier, das sich angepasst hat. Die vielleicht aber auch zu wenig Selbstbewusstsein gehabt hat. Und ich glaube, die Messe die zeigt eigentlich, dass wir jetzt selbstständig kommen, dass wir jemand sind. Der Seisel ist zu bescheiden. Unsere Jungen reden 2 bis 3 Sprachen perfekt. Die sind gerne gesehen, vor allem im Welschen, aber auch in der Deutschschweiz. Und ich glaube, wenn man ein bisschen aktiver wird, in diesen Bereichen natürlich auch ein bisschen national sich ausbreitet, die justen Leute an justen Platz tut, glaube ich, haben wir alle Chancen, dass wir den Bezirk mit anständigen Unternehmungen beleben. Ja, der Seisler ist natürlich schon bei sich daheim und ist teilweise auch auf sich bezogen und tut relativ rasch reagieren, wenn er das Gefühl hat, er wäre attackiert. Aber der Seisler hat auch den Charakterzug, dass er mit den anderen redet und auch hört und seine Meinung auch anpassen. Der dort hat mir 2-3 Säcke Käpper gestohlen. Ich habe 5 hungrige Mühlen daheim. Es reicht hinten und vorne nicht. Diebstahl, Madame Fasel, das ist keine Bagatelle. Wie einfach gesagt, Seislermesse, da muss irgendetwas Spezielles Seislerisches laufen, das einfach sich noch etwas abhebt von allem anderen, was man sonst an so einer Messe bekommt. Die Idee war vom OK aus, dass man so ein Kulturzelt einrichtet. Und ich habe einfach gesehen, und das schreiben wir doch als Stück über die Seisler, von den Seisler, wo eben einfach noch etwas Neues ist, etwas anderes.
Lang ist das Eisler halt so auf seiner Insel gehockt, da ist nicht so rausgegangen. Wenn man die Leute fragt, was macht das Eisler aus, eben jetzt zum Thema Eislermesse, wieso ist das hier anders als an anderen Orten, dann haben wir uns eben auf die Suche gemacht, um zu gucken, was macht das Eisler aus, wieso sind sie so, wie sie sind. Das ist noch kein Alibi, weil wer viel in die Beichte geht, hat auch viele Sünden. Ja. Sagen da so etwas nicht. Ich gehe auch Samstag in die Beichtstube. Vor allem haben wir probiert, einfach so ein bisschen zu schauen, die 50er, 60er Jahre, wo das Eisen sich eben noch ein bisschen anders gestickt hat als andere Leute, dass man dort halt schauen, was ist denn anders war, sodass jeder, der zuguckt, einfach selber kann spüren kann, was macht es aus. Das ist natürlich so wie ein Heimspiel. Also mehr daheim kann man fast nicht sein, in meinem Fall. Ich bin zwar nicht mehr im Seisenbezirk daheim, aber ich wohne in der Stadt. Aber mir fühlt sich ein Leben lang aus Seisen, wenn man hier aufgewachsen ist. Von dort, wo ich komme, klatschen die Katzen mit den Knie und Rosenstück. Löpfen drücken und tanzen bis am Morgen früh. Und dann was liegen auf dem Feld, trinken Wasser und fressen Gras. Weil von dort, wo ich komme, wachsen Häppern auf der Strasse. Komm, komm, gucken! Komm, komm, guck, es ist wahr. A Happer ist nicht da, le matin et le soir. A Happer ist nicht da, 730 Jahre. Ja, das heißt, es ist ein bisschen ein spezieller Ort, wenn er natürlich. Wenn du so wohnst, du wohnst in einer Minderheit, im Kanton Fribourg bist du eine Minderheit aus Deutsch-Friburger. Und gesamtschweizerisch bist du eine doppelte Minderheit, also du bist im Westschweizer Kanton, im Gesamtschweizerischen. Das macht es doppelt schwierig. Und darum muss man doppelt ein bisschen kämpfen für seine Möglichkeit und seine Wünsche. Jeder muss ein bisschen selber gucken, wie er aus diesem Küchli rauskommt. Aber die Wurzeln und der Boden ist saftig und gut. Dann hauen Fisch! Wandern ein Hindere, gehen dort Hindere und wollen sehen, was da im Seisenbezirk wirkt. Caramba, oh, 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 wah. Caramba, caramba. Facing the field of the truth I discovered. Keep your head up high and try to fly. Be proud of things you did. Life is a great treat. Wir haben 19 Kandidatinnen und Kandidaten aus 19 Seisler Gemeinden aufgerufen zu einem Casting und ausgewählt. Wir wollen so mit einer Verwandlung vorher und nachher zeigen, was eigentlich machbar ist, dass man mit dem richtigen Styling, mit dem richtigen Make-up, mit den Haaren und mit den Kleidern kann zeigen, was für eine grosse Veränderung das möglich ist. Aber wir wollten die Leute nicht verkleiden, sondern wir wollten die Leute schöner machen. In dem Sinn aber, dass sie auch sich selber bleiben. Und das ist sehr gelungen. Man hat es dann im Strahlen von diesen Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich auch gesehen. Ja, der Scheisser mir gefallen, die Polizei. Mir hat super gefallen, am meisten Tiere nicht. Und dass man so viele Sachen machen konnte.